Hallo und willkommen zurück bei Elite Dangerous. Heute nochmal was komplett anderes. Ich bin zu Nautoluku geflohen, in Folden Orbital oder wie das Ding heißt. Hab mal die Dolphin geschnappt, wie unschwer sie erkennen ist. Und wir machen nochmal ein paar Passagiertransporter. Wir gucken mal, was es gibt. Ich weiß es gar nicht, hat sie jetzt eigentlich gewechselt? Ich hatte vorhin schon mal geguckt, da war wenig Interessantes dabei. Sind wieder andere. Okay, mehr gucken wir. Erster Takoidenkontakt. Uiuiui, irgendwas, was so mittelmäßig lang ist. Ja, das sind nur so Riesendinger. Kevin Kopp. Der ist schwierig. Das geht eigentlich, weil das sind Kopp dieselbe. Die heute ganz interessanter. Das ist ein anderer. Gucken wir mal, hier gibt es gekrackte Industriefirmware, das wäre eventuell ganz cool. Ist von Gefahren unter Zeitdruck, das ist egal, gesetzestreu unerheblich. Ja, das ist doch gut. Chefarzt. Ach, das ist der Chefarzt. Mein Team besteht darauf, da ich einen kurzen Urlaub nehme. Ja, kann schon machen. Aber wieso ist das so Elite? Ist das ewig weit oder? Rejorte zurückerobert. Ich weiß nicht, wieso das so Elite sein sollte, aber das machen wir mal, würde ich sagen. Der ist gesetzestreu, das sind wir auch. Der ist unerheblich, das ist gut, unter Zeitdruck, ich würde auch direkt hinfliehen. Das machen wir doch mal, oder? Galaxie aufrufen, Rejorte, das ist nicht so weit. Das ist doch, ja, ich wusste, das kommt mal bekannt vor, Rejorte. Hier ist Lesti, Lave, Riedquart, das sind die Systeme aus dem Urelite. Na, das ist doch cool. Der Ariel Walter, was willst du für Kabine haben? Kurz gucken. Economy. Du hast Glück, du kannst schon die erste Klasse rennen. So, da der gute Mann unter Zeitdruck ist, wollen wir doch mal direkt starten. Also ich war auch nicht untätig. Oh, muss ich mich noch umgewöhnen. Ach Mist, ich... Nee, alles gut. Und zwar... Nee, bei mir ist irgendwas. ich habe ein bisschen was an der Ausrüstung von dem Schiff gemacht. Und zwar... haben wir hier jetzt auch ein neuer Platz 1 Slot dazu mit dem letzten Update. Ein großer Update gekommen ist und ich war mal so frei, ich habe den Advanced Landing Computer eingebaut, ja, weil da billig waren, weil ich es konnte. Habe ich einfach mal gemacht. Des Weiteren habe ich genau Detail Oberfläche Scanner habe ich noch drin gemacht in das Schiff, und zwar aus dem simplen Grund, falls mir bei Touristenmissionen mal in die Nähe von Gasriese kommen im Ring, können wir dort den Ring scannen und gucken, ob dort interessante Hotspots sind. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Ja, einfach mal eingebaut. Ansonsten war ich am überlegen, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich es machen soll. Ich könnte zum Beispiel das eine Gerät in der Werkzeugsatz, das die Rakete abschießen kann. Die Gegenmaßnahme. Ne, nicht Düppel. Ach, keine Ahnung. Das andere Ding, wo feindliche Rakete abschießen soll. Das könnte man rausschmeißen, weil ich will mich eben niemand anlehe, beziehungsweise flüchte. Und könnte vielleicht so Golfscanner inbauen, das Ding. Ich will zwar keinem Norflie, aber wenn wir zum Beispiel in irgendeiner Touristenattraktion sind, da kommen ja immer wieder anderes Schiff drin und fliehe fort, dass man dort eventuell, oh, guck mal, hier ist schon Rejade, dass man dort eventuell so cool scannen könnte, weil dort kriegen wir ja interessante Daten immer. Das könnte man eventuell, ach, machen, genau, und ich habe noch ein bisschen umdisponiert. Und zwar
den Detail-Oberfläche-Scanner und den Landecomputer habe ich in die zwei 1er-Slots drin gemacht, wo dann frei waren. Und in den 2er-Slot, ne, ich glaube im 2er-Slot war ein Landecomputer drin, da habe ich in den 1er-Slot gemoved. Da war der 2er frei und dort habe ich noch ein Buggy hingebaut. Weil wenn Passagier auf den Planet runter will, dann können wir das auch nutzen und können gerade mit dem Buggy ein bisschen rumheizen. Natürlich nur bei Leute, die jetzt nicht gerade großer Zeitdruck haben. Ja, das war auch so die Umbaumaßnahme, die ich hier vorgenommen habe. Gott, scanne. So, Daten für Navigationsboje. Ja, ja, laden wir Armatur hoch. Ach, guck mal hier. Rejorte 1. Rejorte zurückerobert. Das ist doch das Ding. Das will er doch bestimmt. Die Navigationsboje. So, muss ich mal kurz gucken. Ach, guck mal. Das ist hier ganz in der Nähe. Das ist hier super. Und was ich noch gerne machen würde, ich würde den Frameshift-Antrieb von dem Schiff ganz update auf 5. Wir haben hier momentan nur 4er, nur 5 darf ich leider nicht. Da fehlen mir diese komische Daten-Cache-Ausnahmen, da haben wir wieder kennen. Aber ich hatte Glück gehabt, ich war vorhin noch mit der Python ein bisschen vor Toluku rumgelungert und habe ein paar Sokol gescannt und habe das nächste niedrigere, also die 4er, exzentrische Hyperraum. Routen oder so, die habe ich 6 Mal gekriegt. Also 2 Mal zu je 3. Eventuell könnte man die vielleicht beim Datenhändler tauschen oder so. Mal gucken. Oder ich behalte sie, weil die brauche ich ja wahrscheinlich auch für. Die brauche ich, glaube ich, für den 4er-Zugang oder so. Na, mal schauen. Dann brauche ich immer noch den Namen für das Schiff, weil das gefällt mir eigentlich. Recht gut, mit dem würde ich gerne ein bisschen mehr machen. Da brauchen wir noch schneller Name und Moment, diese Taste war es. Und vielleicht irgendwann mal noch eine Lackierung gefunden. So. So, okay, machen wir mir scannen mal nebenbei noch ein bisschen. Ort besucht. Der will wieder zurück. Touristenattraktion 0122. Nach 3-wöchigen Kämpfen im Lava-Sternhaufen. Piratenrebellion. New Caribbean. Nett. Sehr nett. So, warte mal, was mal noch machen? Gibt es hier ein Problem, Officer? Nein, niemals. So, Dennis gerne mal noch. Derweil kann ich wieder. Gehen wir doch ein bisschen zurück. Wo ist Toluku? Hier. Der Schlumpf will wieder zurück, nehme ich an. Und wir sind direkt hinter der Sonne. Na, super. Bildabfalt. Eher nicht. Ja, komm, gucken wir das mal da. Um die Sonne drum rumkommen. Dann müssen wir es erstmal beschleunigen. Logischerweise. Oh, und wir könnten beim nächsten Stern mal tanken. Das wäre eventuell so eine Sache. Ja gut, dort zieht gerade Planet vorbei. Können gerade mal noch welche Blick in. Nein, kein Licht. Ich wollte die Karte hier. Oh, guck.
beringter Metallplanet. Zwei beringte Metallplanete, erdähnlicher. Na, schönes System hier. Das ist nice. Ist das die Allianz? Scheinbar. Oh, Zugehörigkeit Allianz. Okay. Interessant. Allianz-System. Das so. Das System, da könnte ich mal vorstellen, wenn man bei der Allianz ein bisschen mehr machen wolle, dass man das hier in der Gegend mache. Das ist ein schönes System. Das, die Stationen sind nicht so weit vom Sternweg. Alles da, was man braucht. Ja, na guck. Aber das ist alles für die weite Zukunft. Ich glaube, bevor ich bei der Allianz die Ringe steigere, mache ich noch viele, viele andere Sachen. So, warte mal, hier könnten wir doch eventuell ein bisschen Sprit mitnehmen. Würde ich doch mal sagen, dann nehmen wir auf jeden Fall ein bisschen mitkommen. Pflanzen wir uns gerade mal hier hin. So. Ist das doch okay für dich? Und die Temperatur hier. Okay. Ja, komm, komm. Wir haben ja auch, oh Gott, das ist ja schon viel mitgenommen, aber. Oh. Das ist ja ein großes Fidelscoop drin. Hat ja gut was ausgemacht. So. Temperatur ist wieder ein guter Bereich. Sehr schön. Bin ich mal gespannt, wann diese Passagiere, die unter Zeitdruck stehen, wie der Typ, der nochmal dabei hat, wann das wirklich relevant wird oder beziehungsweise wann man verdammt sein Intro trödel und er deshalb unzufrieden ist. Die Frage, ach, das sind wir schon wieder erforscht. Weil das wäre nämlich übel, denke ich, wenn du gerade so ein bisschen weiter weg bist und dann mit der, boah, bist du zu langsam, ich bezahle dich nicht mehr. Du hast so viel umsonst gemacht. Also so eine kleine, wie ich jetzt gerade gemacht habe, das ist sehr unrelevant. Aber bei sowas Großem, wenn du irgendwo diverse tausend Lichtjahre unterwegs bist. Kann man die eigentlich auch im Weltall loswerden, also einfach rausschmeißen? Ich meine, Ware kann man ja einfach abwerfen. Geht das mit den Passagieren auch? Also wenn jemand nervt, ich bezahle dich nicht mehr, dann ups, raus mit dir. Lauf doch hin. Das wäre gemein, aber okay, denke ich. So. Das ist ja schon mal Standardkönigkeit hingestellt. Gut. Hab's gern gerne. So. Toluco 1B. Moment. Kampfbereiche, okay. Werden durch Krieg. Müssen wir mal gucken. Das ist eine Explorer und Tour im Kriegszustand mit jemand anderem. Dann müssten wir ja fast die Ferdelance herhole und ein bisschen kämpfen. Man wird sich hier von selbst verstehen, dass es Spielerpartei. Ja, wir gucken mal.
auf der Station sind. So, falls man gerade was hört, hier gehen die Rollläden runter. Nehmt euch was dran, ändere könnt jetzt. So, und dann sind wir auch schon wieder zurück. Okay. Naja, gut. Ich muss mich nur gut dran gewöhnen, wie sich die Dolphin hier beim Boost anhören. Da nicht schlecht Luft, die Triebwerke von den Dolphin, bis sie boosten. Ja, gut, hier geht die Hitze nur over, aber hitzetechnisch ist das Schiff eigentlich ganz gut. Und wollten Orbital. Das könnte man. Oh, noch mehr. Gucken wir schnell. Frameshift-Antrieb, das müssen wir auf jeden Fall noch machen. Schildgeneratoren. Ich erwarte ihre Rückkehr stets mit Herzklopfen und Vorfreude. Okay. Okay. Ja, nice. Energieverteiler, Pulslaser. Energieverteiler. Ja, brauche ich jetzt eigentlich eher nicht. Das du auch nicht. Frameshift-Antriebe, Antriebe und Schubdüsen. Da müssten wir eventuell nochmal bei die Frau Fasi erfahren. Das wäre, denke ich, mal nicht schlecht. Dann könnten wir also einen Sondereffekt auf die. Auf die Frameshift-Reife hier. Kraftwerke, Energieverteiler. Wäre vielleicht auch nicht schlecht. Da brauchen wir nicht eine. Teratani. Kraftwerke, Energieverteiler. Da arbeiten wir nur dran. Ja, müssen wir mal gucken. Dass man die A bis hier mit June. Da würde ich mal vorher mal Gedanken machen, was und wie. So. Nein. Zurück. Nein! Alle Möglichkeiten. Ich wollte eigentlich nur abgeben. Darf ich? Ja, direkt Industriefirmware. So, dann gucken wir gerade mal. Ach genau, ich wollte gucken, ob hier... Explorer und Tour Statusbericht. Wahlen finden statt. Unsere Kontrolle über Knapp Outpost und das Sternsystem ist gefährdet. Okay. Mit wem? Ach, Moment. Ach, der Bürgerkrieg ist zwischen Gang of Toluku und New Toluku Justice Party. Epidemie ist ausgebrochen. Glücklich. Ach so, okay, gut. Der Bürgerkrieg ist dann nur zwischen zwei anderen Parteien und nicht zwischen mit der Explorer und Tour. Okay, ja, interessant. So, dann Passagierlaunch. Was haben wir dann noch? Explorer und Tour, hast du mal was Gescheites? Erster Tag ist immer auch selber. Ne, 25.000 Lichtjahre, fliege selber hin. Robert Key. Undercover, ne, den mache ich nicht. Boah, 18.000. Allergisch, ja, ist egal, entspannt, unerheblich, neutral, schwierig. Ja, eventuell, hm? Gucken wir mal.
Ach gut, das ist ja in der Nähe. Ah, Eisgeist hier und eine Touristenbarke. Business. Und 2 Millionen. Ja, ich würde sagen. Cool. Eisgeysire. Ich guck mal, was es noch gibt. Also, das wäre eventuell nicht schlecht hier, die Francesca Barton. Doppelblauer Berg. Entspannt und. Ach, Undercover. Elena Harding. Boah, 24. Aber sonst geht's. Voraussetzung nicht erfüllt. Wie viel dann noch? Mehr als verbündet. Gibt's doch nicht. Was es noch gibt. Modulterminals. Eisgeist hier. Modifizierte integrierte Firmware. Chaos in Riedquart. Schwierig, ne? Da können wir das andere nehmen. Komm, das nehmen wir einfach mal. Ne, die Francesca. Kulturistenwaage, das war das da, oder? Ja, das war die. Unerheblich neutral. Okay, schwierig. Reagiert allergisch auf Gefahren. Habe ich nicht vor, irgendwas zu machen. Entspannt. Das ist gut. Können wir zeitlose. So, da gibt es zwar keine Materialien, aber das machen wir einfach mal. Business 3, das geht auf jeden Fall. So. Planen wir einfach mal die Route dahin. Und das nehmen wir doch mal an. Ja, kannst du meinen, in die erste Klasse vielleicht du dich das so ein bisschen mehr zufriedenstelle. Gut, das wäre es dann eigentlich schon. Und direkt mal los geht's. Könnte man eigentlich auch gleich Cut machen. Ich tue gerade noch aus der Station rausfliehen. Ah, Mist, ich wollte mir erst doch noch ein Dings hinbauen. Ah, mach ich, wenn ich zurückkomme. Oh. Iceman. Oh, das ist doch mal ein cooler Service hier. Wir sind gerade aus der Station raus und können direkt geradeaus weiterfliegen. Boah, ich glaube, da muss ich mal die Triebwerke echt mal aufpumpen. Dann geht das Ding bestimmt gut ab. So, komm, den Endsprung machen wir noch. Eventuell fliegen wir noch zum Ersten. Das sind drei Sprünge, da können wir auch schnell anfliegen, oder? Würde ich nochmal behaupten. So viel Zeit haben wir noch. Gut aus. Wir sind ja kleidert. Mal kurz gucken, wie schaut das System aus. Relativ normal. Ach Mist, ich hätte ja noch keine Kugel, ob man hier Details kennen müssen könne. Nicht vergessen, dieser Liner erzielt den besten 1% da draußen. Meiner zu den besten 0,5. Pah. Ich hätte ja echt nicht schlecht Lust auf so eine kleine Passagiermission mit so 1500 Lichtjahr oder so, aber dann halt einer, der nicht undercover ist und der A entspannt ist. Das wäre doch recht cool. So, Moment, wie schaut's hier? Ist gar nichts. Ach so, ein Himmelskörper hier. Habe ich gerade nicht drauf geachtet.
gespannt, wo man hier hin müsse. So, da hat sich jemand gemeldet. Daten von Navigationsboje A2. Das ist schon mal gut. Oh, warte mal, hier ist noch alles unerforscht. Da würde ich behaupten. So, mir fehlt doch mal ein bisschen drauf zu und dann. Ja, das geht eigentlich. Dann scanne mal das System durch, damit wir mal besuchen, was Sinn. Orange? Ist das neu? Nee. Oh, das ist neu. Das war aber eben neu. Ah, da war eine Touristenwaage, die haben wir gerade gesehen. Also dieses irgendwie nicht terraformierbare Planet, das war vorher glaube ich nicht. Mann, okay, gut, ja. Doch was? Ja, logisch. Vorhin übersehen. Felsiger Eisplanet, eher uninteressant. Irgendwas war noch vom Stern verdeckt. Ja, da müssen wir wohl noch ein bisschen weiter weg. Können wir aber schon mal die Touristenwaage hier anvisieren. Weil da müssen wir wohl hin. So, jetzt mal genug. Wegfahrt der Rest noch so scannen. Das muss noch gerade Sinn. Auch natürlich. Erdähnliche Welt, es hat sich dann gelohnt. Da haben wir jetzt mal nichts wie hin hier. Wird man es doch gerade noch hinkriegen in der Folge. Allianz. Ah, ich das gewusst. Ich habe daran gedacht. Hätte man keine in Riedquart noch lande. Und hätte man das Zeug abgeben können. Ja, jetzt mal 10.000 Credits, aber. Dann wäre es mal aus dem Intra hier raus. So, Moment, ich glaube, ich muss gleich ein bisschen die Dings zurücknehmen. Ein bisschen mal Zeit mit Geschwindigkeit. So, hopp, hopp, hopp. Komm. Haufe unidentifizierte Signalquelle. Oh, Müll auf der anderen Seite, natürlich. So, komm, komm.
Sehr schön. Ort besucht. So, Ammoniakwelt. Wie diese sind ein beliebtes Ziel für alle, die sich für außerirdisches Leben begeistern. Okay, ein Ufenplanet ist es dann. Zu gefährlich oder wie? Wo ist eine Ammoniakwelt? Ach hier. Ach hier. Da könnte man da mal doch. Das sieht doch schon ein bisschen besser aus. Hui, hinne, flieht Raumschiff. Und mit diesem Blick verabschiede ich mich für diese Folge. Sagen ciao und beim nächsten Mal flieh mal das andere Ziel an, vor deine Passagier. Und bis dahin dann, bye bye.